Jetzt beginnt das, worauf ihr den ganzen Tag gewartet habt. Ja, jetzt kommt hier die neue Undertale-Folge. So, ich habe hier schon mal ausprobiert, was passiert, wenn man den Namen Sans oder Gaster erzwingt, dem aus einer Config-File und den Save-States ändert, aber da ist nichts passiert. Deshalb, jo, wenn es doch was anderes gibt, das noch passieren könnte, dann sagt mir Bescheid. Ich werde aber jetzt über die Zeit ein paar Namen ausprobieren. So, wumm. Oh, eine Telle ist ja ein Horrorspiel. Nee, ist es nicht. So, dann wär's der Five Nights at Freddy. Oh, Denton war schon ein Schatten. Ich sage euch nicht, wer es ist, ihr könnt es erraten. Und manche von euch wissen schon. Oh, ist das eine Barrikade? So eine Barrikade. Mensch. Bäh. Das ist eklig. der alte Furzkissen-Tanztrick. Warte eine Sekunde. Hast du schon mal vorher davon gehört oder so? Ja, es liegt daran, dass ich hier schon mal vorgegangen bin, um die Namen auszutesten. Das ist der Dialog, der hier kommt, wenn man gerade das Spiel neu gestartet hat, vom letzten Speicherpunkt aus. Das ist wirklich cool, ja auch, dass der Tobi das so gemacht hat, dass der es merkt, wenn der Spieler einem anderen schon begegnet ist, wo man nicht gespeichert und alles. Also, der Tobi hat das wirklich genial gemacht. Du hast dich noch umgedreht, bevor ich es dir sagte. Seltsam. Was auch immer. Du bist ein Mensch, richtig? Ich bin Sans. Sans das Skelett. Ich sollte eigentlich gerade für auf Menschen Ausschau halten. Aber, weißt du, mich interessiert es nicht wirklich, jemanden einzufangen. Aber mein Bruder Papyrus. Er ist ein richtiger Menschenjagdfanatiker. Hey, eigentlich, das hinten ist er. Ich habe eine Idee. Geh durch dieses Tor-Ding. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder hat die Gitterstäbe zu weit auseinander gemacht, das wird niemanden stoppen. So, die Lampe. Komm, geh hinter diese vorteilhaft geformte Lampe. Okay, Sans. So, jetzt mal überlegen, wie kann ich ihn am besten dubben? Also in den meisten Comic-Dubs wird er mal so mit einer italienischen Stimme dargestellt, weil er gerne Pasta frisst. Okay. Alles gut, Bruder? Du weißt, was gut ist, Bruder. Okay, ich hab's verkackt. Nehmen wir jetzt einfach das hier. Es waren 8 Tage, seitdem du das... Und du hast immer noch nicht deine Puzzles neu aufgebaut. Du warst ja einfach nur außen bei der Station. Was tust du überhaupt? Ich gucke auf diese Lampe. Sie ist wirklich cool. Willst du nicht auch gucken? Mach keinen Scheiß, Sans. Nein, ich hab keine Zeit dafür. Was, wenn hier ein Mensch durchkommt? Ich will bereit sein. Ich werde da sein, ich muss er sein. Ich werde die Menschen fangen. Dann, ich, der große Papyrus, werde alle Sachen bekommen, die ich mir verdiene. Sein Cape. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich fähig sein, der königlichen Garde zu joinen. Menschen werden mich fragen, mein Freund zu sein. Nee, nicht Menschen, Leute. Ich werde baden in einer Dusche aus Küsse jeden Morgen. Vielleicht wird dir diese Lampe helfen. Sans, du bist keine Hilfe. Du Faulpelz. Ja, das ist jetzt hier wieder ein Wortspiel, das kann ich leider nicht so übersetzen, tut mir leid. Alles, was du tust, ist herumsitzen und... Was? Zu dungeln. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen kann, sorry. So was noch witzig ist. Du wärst fauler und fauler jeden Tag. Ah, das ist nämlich ja meine kleine Schwester. Hey, nimm's easy, Bro. Ich habe heute eine Tonne an Sachen getan. Eine Skeletttonne. Ja, das... Man kann die Watch-Spiele einfach nicht ins Deutsche transkriptieren. Das Sans ist aber der Beste. Sans! Komm schon, du lächelst. Ich tue es und ich will es nicht. Warum
Warum muss jemand so großartiger wie ich nur so viel tun, um Anerkennung zu bekommen? Wow. Hört sich an, als würdest du wirklich arbeiten. Auf die Knochen. Ja. Ja. Hört sich an, als würdest du Knochen abarbeiten. Ja, so ungefähr könnte man es übersetzen. Ah! Ich werde meine Puzzles machen. Und wir... Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Ah, genau. Und zu deinen Aufgaben. Stecke etwas mehr Rückgrat da rein. Ja. Ja, der Papyrus ist eines der besten Charaktere hier. Ja. Okay, du kannst jetzt rauskommen. Ja, so viel dazu. Wenn du jetzt nicht weitergehst, könnte er zurückkommen. Und wenn er es tut, musst du noch mehr meiner seltsamen Witze aushalten. Jo, so viel dazu. Also, weißt du... Hey. Hä? Auch wenn du meinen Bruder hast, kannst du mir einen Gefallen tun. Ich habe überlegt, mein Bruder ist in letzter Zeit etwas depri gewesen. Er hat noch nie zuvor einen Menschen gesehen. Und dich zu sehen würde ihm vielleicht den Tag verbessern. Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er es versucht. Vielen Dank. Ich gehe schon mal vor. Ja, der Sense hat da eines seiner Abkürzungen genutzt. Was damit auf sich hat, kapiert ihr noch später. Die vorteilhafte Form der Lampe füllt dich immer noch mit... Was war das nochmal genau? Entschlossenheit. So. Endlich sind wir aus dem Intro raus. Dann hier. Es ist eine Angel, die am Boden befestigt ist. Willst du sie einholen? Jo. Alles, was du bekommen hast, ist ein Foto von einem seltsam aussehenden Monster. Ruf mich an, hier ist meine Nummer! Du hast dich entschieden, nicht anzurufen. Ist vielleicht auch besser so. So, dann, jo. Ja, dann nehmen wir das hier rein. Also, wir kämpfen zwar nicht, aber ich möchte die Waffe trotzdem haben, weil... Wenn wir jetzt equipped haben, haben wir hier einen Stock. Und mit dem und der Stock wird uns hier so schon recht stark das Leben vereinfachen. So. Wieso speichere ich das jetzt eigentlich nochmal? So, jetzt aber das letzte Mal. Weiter geht's. Was ist ein... Okay, ja, das ist ein Wortspiel. Snow Drake. Was Drake bedeutet, weiß ich gerade nicht. Vielleicht irgendwas in Richtung Drache. Aber ist eine Anspielung auf Snowflake. Und der ist ja auch so schneeflockenartig geformt und ja. Ist so dumm. So, komm, dann. Was machen wir am besten? Komm, wir benutzen mal den Stock schon mal. So. Wir haben keinen Stock. Egal, so, da mal gucken hier, Heckel. Du boostest Snow Drake aus. Oh Gott, das hätte ich nicht machen sollen. Ist dann Fleisch so verrottet wie du? So, Snow Drake ist ja aber nicht gefährlich. So. Wir müssen dafür so... Genau. Ice to meet you. Also, eine Mischung aus nice dich zu sehen und Eis halt. So, ja, und wenn wir jetzt lachen, dann... Du lachst über Snow Drake's Witz. Siehst du? Lach ab! Papa war falsch! Ja, der Arme hier hat nämlich noch ein bisschen mehr, Hintergrundstory. Snow Drake ist zufrieden mit seinem coolen Witz. Ja, und darüber werden wir noch etwas... so süß. Und darüber werden wir noch etwas herausfinden über ihn. So, dann werden wir uns hier direkt wieder... Falsch. So, jetzt, komm, weiter geht's. Ja, aber seine Geschichte ist schon wirklich sehr traurig. So. Also, was ich über Andine sagen wollte... Andine sagen wollte... Sans, oh mein Gott, ist das ein Mensch? Also, ich denke, das ist ein Stein. Oh. Hey, was ist das vor dem Stein? Oh mein Gott! Ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott!
Sans, ich hab's endlich geschafft! An dein Bild! Ich werde so berühmt, berühmt, berühmt! Oh Gott, das Spiel bringt mich mal wieder zum Lachen. Mensch! Du wirst nicht durch dieses Gebiet durchkommen! Ich, der große Papyrus, werde dich aufhalten! Ich werde dich dann einfangen! Du wirst direkt zur Hauptstadt gebracht! Dann! Ich bin nicht sicher, was dann passiert. Auf jeden Fall. Geht's weiter. Nee, geh nur weiter, wenn du dich traust. Gut, das ging gut. Keine Sorge, Kids. Ich werde meine Augenhöhle für dich aus... Ihr wisst schon, was er sagen wollte. So. Ich lieb das Spiel. So, hier. So. Es gibt dort eine Notiz an der Box. Du, dich suchst gerade den gut gebauten Außenposten. Wer könnte das hier nur gebaut haben, fragst du dich. Ich wette, es war dieser berühmte Mann der Königsgarde. Notiz. Noch nicht sehr berühmt. Und noch kein Gardemann. Ja, Ace Cap. So, dann hier. Wir müssen ihn, glaube ich, tot ignorieren. So war das. Du hast es geschafft, deine Augen von Ice Caps Hut wegzutun. Es sieht gelangweilt aus. Nee, genervt aus. Hallo? Hier ist mein Hut! So, ihr seht schon, dass das Spiel ist wirklich sehr gestört. Ice Cap guckt nach, ob du auf seinem Hut guckst. So. Er will damit nur Aufmerksamkeit erregen, so nebenbei. Wisst ihr aber schon, so. Ignorieren. Du machst damit weiter nicht auf Ice Caps Hut zu gucken. Es sieht besiegt aus. Okay, ich werde dich auch ignorieren. Oh, es ist so schön, nicht im Hard Mode zu spielen. Hier sind die Angriffe noch so einfach. Du hast gewonnen! Du hast 0 XP und 13 Gold bekommen! Absolut nicht bewegen! Oh, der Hund ist da, Dugo, glaube ich. Hat sich etwas bewegt? War es meine Einbildung? Ich kann nur sich bewegende Dinger sehen. Wenn sich irgendwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, werde ich sicher gehen, dass es sich nie wieder bewegt. Ja, so, Dogo, 6 Attacker, 1 Death. Sehr, sehr aufgeregt bei Bewegungen. Hobbys, keine Ahnung, was kurz bedeutet. Bemerke dich, kein Zentimeter. Ja, das hier sind, so blaue Attacken. Wenn wir sich bewegen, treffen die uns auch nicht. So, wir können jetzt streicheln. Du streichelst, Dogo. Was? Ich werde gestreichelt! Was? Ja, jetzt können wir ihn schon direkt hier verschonen, aber wir können ja auch... Wo ist mein Stock? Jedenfalls bei jedem hundertartigen Gegner hier, den können wir den Kampf direkt beenden mit einem Stock. Irgendwas hat mich gestreichelt! Irgendwas hat sich nicht bewegt! Ich brauche ein bisschen Hundefutter hierfür. So, jetzt hier, wo ist unser Stock? Hier, Info. Wieso können wir nicht benutzen? Ja, sein Bellen ist schlimmer als sein Piss. Ja, hier. Irgendwer hat schon wieder Hundefutter geraucht. Oh Gott, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich das Spiel irgendwie spiele. Beim ersten Mal war es ein Let's Play, beim zweiten Mal ist es richtig gewesen. Jetzt tue ich es hier nochmal an, blind selbst Let's Playen. Und dann habe ich doch mein Genocide gespielt, aber das zählt jetzt nicht. Das hätte ich nämlich selber auch Let's Playen. Aber jedenfalls bringt mich das Spiel immer wieder zum Lachen, das ist genial. Hey, da gibt's etwas Wichtiges, das du dir merken musst. Mein Bruder hat eine sehr spezielle Spezialattacke. Wenn du eine blaue Attacke siehst, beweg dich nicht und sie wird dir nicht wehtun. Es gibt einen einfachen Weg, das im Kopf zu behalten. Stell dir ein Stoppzeichen vor. Wenn du ein Stoppzeichen siehst, stoppst du, richtig?
Stoppzeichen sind rot. Also stell dir einfach nur ein blaues Stoppzeichen vor. Ganz einfach, richtig? Beim Kämpfen, denk an blaue Stoppzeichen. So, hier, die Stimme geht mir gerade auf den Sack, hier die ganze Zeit zu machen, das ist abartig. So, hier, es geht weiter. Okay, den könnten wir theoretisch direkt mit dem Stock töten, jetzt geht's auch. Aber wir wollen das nicht, also nicht töten, sondern wir können den Kampf direkt beenden, aber das wollen wir nicht. Es gibt hier nämlich was Interessantes. Wir können hier tausendmal streicheln, wie ihr seht, und jetzt sagen wir das. Du hast gerade so deine Hand gehoben und Lesser Dog wurde, aufgeregt. Ja. Pfui. So, ja, er ist jetzt schon besiegt, aber wir können hier den Kopf immer weiter nach oben tun. Ich werde jetzt hier das ein... Oh. So, ja, komm, wir werden ihn jetzt hier mal etwas in die Höhe treiben. Du streichelst den Hund. Er hebt seinen Kopf, um deine Hand zu treffen. Ah! Dang it. So. Nochmal, ab einem bestimmten Zeitpunkt greift uns nicht mehr an. Du streichelst den Hund. Es ist ein guter Hund. Ach, dann springt er... Boah. Ich bin so schlecht. Mal so. Du streichelst den Hund. Seine Aufregung kennt keine Grenzen. Dang it. So, ja, wir spielen hier gerade mit dem Feuer, aber das ist egal. Kritischer Streichler. Die Aufregung des Hundes hat sich gesteigert. So, ja, jetzt greift er uns nicht mehr an, weil er schon überstimuliert ist. Du musst springen, um den Hund zu streicheln. Du kannst es nicht mal mehr streicheln. Er wird immer aufgeregter. Ich kann die Geräusche nur ganz schlecht. Es gibt keinen Weg, die, dieses Madness. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich irgendetwas von Sparta dort eingeblendet haben, zu stoppen. Ach so. Das. Warte hier. Ah. Lesser Dog kennt keinen Weg zu stoppen. Nee, Lesser Dog zeigt nichts, zeigt nicht, dass er stoppen würde oder sowas halt. Lesser Dog geht in das Reich der Wolken. Ja, jetzt können wir schon gar nicht mehr hören. Du hast den Hund gerufen, aber es ist zu spät. Er kann dich nicht mehr hören. Wuff! Ja, jetzt kommt er da wieder runter. Du kannst Lesser Dog wieder erreichen. Uff. Du hast Lesser Dog gestreichelt. So. Hier gleich werde ich nachher irgendein Screenshot machen. Du streichelst Lesser Dog. Ja, jetzt kommt immer das hier. Ich werde jetzt hier gerade die Aufnahme stoppen, bis er seine höchste Halslänge erreicht hat. Ah, jetzt wo wir bei der Mitte sind, steht dort, es ist möglich, dass du vielleicht ein Problem haben könntest. Und weil das so perfekt ist, mache ich jetzt mit F11. Es war der richtige Knopf, Gott sei Dank. Ein Screenshot, so. Perfekt. Und ich zeige euch nachher, was die höchste Halslänge ist. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier bei dieser Kopflänge. Und gleich sollte es passieren. So, einmal noch, komm. Ah! Lesser Dog ist jetzt nicht mehr streichbar. Aber es freut sich über deinen Versuch. Und jetzt sollte stehen. Ja, Lesser Dog lernt zu lesen. Einmal noch, komm. So. Lesser Dog ist nicht mehr streichbar. Aber es ist glücklich über deinen Versuch. Jetzt hier. Genau. Lesser Dog weint jetzt, weil er dich nicht mehr sehen kann. So, und jetzt beenden wir es so, wie es begonnen hat, mit einem Stock. Du hast den Stock, ja. Du hast den Stock geworfen und der Hund rannte, um es zu holen. Ihr habt eine Weile gespielt. Hä? Achso, dann beendet das den Kampf nicht. Dann macht es die nur Insta-Sparable. Na gut, auch gut. So, so viel zu dem. Da, im Norden. Eis. Im Süden. Eis. Im Westen. Eis. Im Osten. Snowden City. Nee, Snowden Dorf. Und Eis! So, da hier oben waren wir schon. Nee, hier oben waren wir noch gar nicht. Hier gibt's nämlich Eis.
Hallo, ich bin ein Schneemann. Ich will die Welt sehen, aber ich kann mich nicht bewegen. Wenn du so lieb sein könntest, reiß na bitte. Nimm ein Stück von mir und bring es ganz weit weg. Jo. Danke dir. Viel Glück! Du hast ein Stück vom Schneemann bekommen. Ja, das heilt eine ganze Menge von unserem Leben. Aber, was ist, ach ja genau, der hat ja das gesagt, genau. So, wir tun es jetzt gerade in die Box zurück, damit wir es nicht auszusehen essen. Das ist ja nämlich sehr peinlich dem Schneemann gegenüber. So, deshalb, bis gleich. So, Leute, weiter geht's im nächsten Raum. So, boah, das Let's Play zieht sich ganz schön in die Länge, wenn ich hier die ganzen Details alle reintue. Du bist so faul! Du hast die ganze Nacht lang ein Nickerchen gehalten. Ich glaube, das nennt man schlafen. Ausreden! Ausreden! Oh! Der Mensch ist da! Um dich aufzuhalten! Wir haben mein Bruder und ich ein paar Puzzle kreiert. Ich denke, du wirst dieses hier recht schockierend finden. Wie du sehen kannst, das ist unsichtbar. Ein elektrisches, wie nennt man das, genau, Labyrinth. Wenn du die Wände von diesem Labyrinth berührst, wird dieser Orb hier, die hier, einen starken Stromschlag verpassen. Hört sich nach Spaß an, weil es für dich wahrscheinlich gar keinen Spaß geben wird. Ja. Okay, du kannst jetzt nach vorne gehen. Sans, was hast du getan? Ich denke, der Mensch muss den Orb halten. Oh, okay. Das kann ich... In dem Moment nehme ich gerade einfach, um was zu schlucken. Das heißt, um was zu trinken. Bitte halte es. So hält man Sachen. Okay, versuch es jetzt. Können wir nicht einfach... Nö, okay. Was passiert? Schade, es gibt keine Reaktion von denen. So. Unglaublich, du schlüpfrige Schnecke. Du weißt aber, dass ich ein ganz schlechter, jetzt... Okay, ich hab's verkackt. Du hast es so einfach gelöst. So einfach. Wie auch immer. Das nächste Puzzle wird nicht so einfach sein. Es ist von meinem Bruder gemacht. Sans! Okay, es wird einfach sein. Du wirst sicherlich Probleme haben. Oh, ich lieb den Papyrus, der ist einfach so ein toller Charakter. Hey, danke. Mein Bruder scheint eine Menge Spaß zu haben. Nebenbei, hast du das seltsame Outfit gesehen, das trägt... Oh Gott, jetzt kommt die Info des Tausends. Er hat das für ein paar Wochen gemacht für eine Kostümparty. Er hat seitdem nichts anderes getragen. Er nennt es seinen Kampfkörper. Mann. Ist mein Bruder nicht cool? Jo, er ist. Ich verstehe nicht, warum diese hier sich nicht verkaufen. Das ist das perfekte Wetter für etwas Kaltes. Oh, ein Käufer! Hallo, möchtest du etwas Ice Cream? Das Wort Game Tra- Es ist das, die gefrorene Süßigkeit, die dein Herz erwärmt. Nur 15 Gold! Jo, komm, warum nicht? Hier, hab einen wundervollen Tag! Du hast den Ice Cream bekommen. So, und hier sollte jetzt irgendwo... Da, ja genau. Passt auf, dafür werde ich gerade etwas Backtracking machen, speichern und den Gold Amount ändern, weil er bietet uns jetzt was sehr Tolles an zu kaufen. Und ich weiß nicht wirklich, ob man sich das kaufen kann, ob es hier nur zum Joke da ist. Weil man sollte bei dem Moment hier im Spiel nicht genug Geld dafür haben. Aber wenn ich nun die Safe State so ändere, dass ich genug Geld dafür habe, dann sollte es doch eigentlich, ja. Da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Deshalb, ich cut dann jetzt, backtracke zum Speicherpunkt, ändere die Safe-File und komme dann wieder her. Bis gleich. Dann, Leute, ich habe uns in der Config etwas Geld geholt. Ja, ich habe vielleicht etwas übertrieben. Nee, ich weiß nicht, wie viel Geld wir genau dafür brauchen. So, das ist jetzt das erste Mal, was ich ausprobiert habe. Und ich weiß nicht auswendig, was sein höchstes Angebot ist.
Ich habe darüber nachgedacht, auch ein paar Süßigkeiten zu verkaufen. Willst du ein bisschen frittierten Schnee haben? Na, 5 Gold kaufen. Habe ich 5 Gold gesagt? Ich meinte 50 Gold. Oh ja, das ist das Angebot. Ehrlich? Wie wär's mit 5000 Gold? Oh ja, da machst du das Geschäft deines Lebens. 50.000 Gold, das ist mein letztes Angebot. Ich schlag ein. Wow, das ist eine Menge Bargeld. Das ist, warum es mir leid tut zu sagen, ich kann dir keinen frittierten Schnee kaufen. Es hat einen zu geistigen Wert. Oh Gott, nee, Sans. Oh Gott. Ja, gut, ich werde den Schienen gerade rückgängig machen, also jetzt hier, ich werde die Configs wieder normal einstellen. So, bis gleich. Oh Mann, Leute, das war den Aufstand überhaupt nicht wert. Nee, ihr wisst, was ich sagen will, mein Deutsch stirbt gerade. Wird Zeit, irgendwann mal hier die Folge zu beenden. Seins. Yes. Warte, genau, hier, Geruchsgefahr, Bewertung. Schneegeruch, Schneemann. Weiß. Kann gelb werden. Unauffälliger Geruch. Hündchen. Blau. Riecht nach herumrollen. Seltsamer Geruch. Menschen. Rot. Auf jeden Fall zerstören. Jetzt gleich sollte noch ein kleiner Fight kommen und danach ist die Folge auch zu Ende. So, hier könnten wir Game of Board spielen, aber das kann ich nicht. Ich bin extrem schlecht drin, deshalb lassen wir es, anstatt noch Zeit zu verschwenden, so hier. Genau, das müsst ihr von hier sehen, um das zu verstehen. Es sieht aus wie ein Schneeball. Aber es ist ein Schneezehneck. Ja, ja. Mensch, ich hoffe, du bist bereit für... Sans, wo ist das Puzzle? Es ist genau da, auf dem Boden. Vertrau mir, es gibt keinen Weg, dass er da durchkommen kann. Monster Kids World Search! Hey Kids, könnt ihr mir helfen, dieses Puzzle zu lösen? Ja. Sans, das hat überhaupt nichts gemacht! Ups. Ich wusste, ich hätte das heutige Kreuzworträtsel nehmen sollen. Was? Kreuzworträtsel? Ich kann nicht glauben, dass du sowas gesagt hast. Nach meiner Meinung ist das Junior Jumble einfach das Schwierigste. Was? Ehrlich, Dude? Das ist ein easy peasy Word Scramble. Keine Ahnung, wie ich das jetzt übersetzen kann. Das ist für Babyskelette. Unglaublich! Mensch, löse diesen Streit. Natürlich das Junior Jumble, was denn sonst? Ha, ha, ja! Menschen müssen sehr intelligent sein. Wenn sie auch das Junior Jumble so schwer finden. Ja, Danke, dass du gesagt hast, Junior Jumble. Das hat mein Bruder einfach nur glücklich gemacht. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. Boah. Paris ist so cool. Ja, bevor wir entsprechend die Folge beenden, machen wir noch das hier. So. Es ist eine Notiz von Papyrus. Oh Gott, nee, nicht schon wieder. Mensch! Bitte genießt diese Spaghetti! Aber du weißt überhaupt nicht, dass diese Spaghetti eine Falle ist. Gemacht, um dich abzulenken. Du wirst so sehr damit beschäftigt sein, es zu essen, dass du nicht realisieren wirst, dass du nicht vorankommst. Tja, wieder besiegt beim großen Papyrus. Ja, Papyrus. So. Es ist eine Platte aus eingefrorenem Spaghetti. Es ist so kalt, dass es am Tisch schlägt. Es ist eine uneingesteckte Mikrowelle. Alle Einstellungen stehen auf Spaghetti. So viel zu dieser Folge. Zu wissen, dass der Maus irgendwann einen Weg finden wird, die Spaghetti aufzuwärmen. Das fühlt sich mit Entschlossenheit. Jo, und damit beenden wir die Folge, würde ich mal sagen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.